Hey Leute, das ist ganz Hyam. Willkommen bei WTN Germany. Großbrand auf Betriebsgelände, Millionenschaden befürchtet. Die Sirenen reißen viele Anwohner aus dem Schlaf. Auf einem Betriebsgelände in Peine brennen Lagerhallen und die Flammen bedrohen angrenzende Häuser. Anrückende Feuerwehrleute erkennen das Ausmaß schnell und ordern Einsatzkräfte nach. Flammen, eine große Rauchwolke, explodierende Gasflaschen und herumfliegenden Trümmerteile, ein Brand auf einem Betriebsgelände in Peine hat am Montagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Das Feuer hat sich extrem schnell auf die Hallen und auch auf angrenzende Wohnhäuser ausgebreitet, sagte Feuerwehrsprecher Jörg Rühle. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen und einer massiven Erhöhung der Alarmstufe sei es leider nicht gelungen, ein Wohnhaus und die Lagerhallen zu halten, sagte er. Bei dem Großbrand auf dem Firmengelände im Stadtteil Stederdorf haben sich nach ersten Erkenntnissen mehrere Menschen nur leichte Blessuren zugezogen. Er sei sehr froh, dass es keinen größeren Personenschaden gegeben habe, sagte Peines Bürgermeister Klaus Seemann der deutschen Presseagentur. Es gebe lediglich leicht verletzte Anwohner und Einsatzkräfte, sagte er. Erste Schätzungen gehen von einem Gesamtschaden von mindestens 5 Millionen Euro aus. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.